Also, weil mich die meisten Leute hier wahrscheinlich nicht kennen, sage ich drei Worte zu mir. Ich bin Winnie und ich arbeite bei... Das waren drei Worte. Ich arbeite bei GitLab und erzähle ein bisschen darüber, wie wir da arbeiten. Ich versuche das möglichst kurz zu fassen, aber beim Machen von den Folien festgestellt, dass es so ungefähr mehr als 10 sind. Alle Dinge, die nicht auf die Folien gepasst haben, erzähle ich gerne irgendwann später nochmal oder in Fragen oder sowas. Erstmal, so stellt sich unser Marketing vor, wie wir arbeiten. Das sind die verschiedenen DevOps-Stages. Ich werde heute mich im Wesentlichen auf Plan und Create beschränken und kurz einen Hauch von Verify mit reinpacken. Ich erzähle aber kurz nochmal, was der Rest ist, den ich heute nicht erzähle. Nämlich Manage ist sowas wie Projekte anlegen, Benutzer irgendwo hinzufügen. Secure ist sowas, was ihr sicherlich alle kennt. Defend ist ganz frischer Stage, die dazu gekommen ist. Es soll sowas sein, wie wenn ich eine Applikation irgendwo deployed habe, dann soll sie danach möglichst auch noch sicher sein. Package ist ein Ding irgendwie verpacken, dass ich es irgendwo hinschieben kann. Release ist dann das irgendwo hinschieben. Configure ist, was ich mit diesem Ding danach mache. Sowas im einfachsten Fall wie Feature Flags an- und ausmachen. Monitor ist, wenn ich wirklich daran interessiert bin, was eigentlich schief geht bei mir und nicht noch. Keine Ahnung, was das hier sein soll. Noch ein bisschen weniger Marketing. Mit Plan erstellt irgendwer irgendwann irgendwo in irgendeinem Projekt ein Issue. In diesem Fall bin der irgendwer halt ich und habe einen Bug gefunden und dann sieht der Issue halt irgendwie so aus. Idealerweise gibt es vielleicht noch Reproduction Steps, die man durchgehen kann und dann hat er dasselbe Problem. Da gibt es auch eine Seite zu in unserem Handbuch. Wer möchte, kann darauf klicken, außer dass ihr gerade nicht klicken könnt. Optional, aber hilfreich ist bei so einem Issue auch, wenn man das auf GitLab.com reproduziert hat, denn dann weiß man, dass es halt nicht am jeweiligen Instanz liegt. Vielleicht sogar freundlicherweise noch sagt, in welchem Browser es passiert. Dann kriegt das so ein schickes Label. Und noch besser ist es, wenn man sogar den Product Manager und den Engine Manager dazu pingt. Das sind in diesem Fall hier James und André, weil die dafür zuständig sind, dass irgendwann vielleicht auch irgendwer sich darum kümmert, diesen Bug zu fixen. Dann werden noch so ein paar Labels drüber gestreut. Ich habe das hier selbst gemacht, weil ich ja da arbeite. Das ist halt hier in diesem Fall, welches Team sich darum kümmert, dass es ein Bug ist, zu welcher DevOps-Stage es gehört, dass es sich im Frontend nicht im Backend befindet, welches Feature es betrifft und dass es eigentlich mal funktioniert hat, aber jetzt plötzlich nicht mehr funktioniert. Das bedeuten die letzten beiden Labels. Der Product Manager hat dann noch ein paar dazu gestreut. Das ist hier die Priorität und wie schlimm das Ganze ist. Ist beides schon ziemlich, aber nicht ganz so. Also eins wäre noch schlimmer. Und außerdem hat der Product Manager dem Ganzen noch einen Milestone gegeben, also gesagt, in welchem Release er eigentlich ganz gerne hätte, dass es gefixt ist. Bei manchen ist der Milestone auch das Backlog, das heißt, grundsätzlich eine gute Idee muss man jetzt nicht unbedingt sofort machen. Manchmal weist auch der Engine Manager einen Milestone zu, hier zum Beispiel denkt André, dass das eine gute Sache ist, den Milestone zuzuweisen. Und hat das einfach selbst gemacht. Und manchmal machen Leute das einfach ganz selbst. Zum Beispiel ich. Und das ist auch bei unserem Handbuch erklärt, unserem Mitarbeiterhandbuch. Das heißt, jeder kümmert sich im Prinzip um seinen eigenen Scheiß, wenn er der Meinung ist, es hilft irgendwie dem allgemeinen Wohl. Kurzer Exkurs. Der Unterschied bei uns zwischen Engineering Manager und Product Manager ist, ein Engineering Manager ist mein Chef. Das heißt, Chef von Entwicklern. Ich bin übrigens Entwickler, habe ich noch nicht erwähnt. Und Product Manager sind so im Prinzip so die Kundensicht auf die ganzen Dinge. Und bei uns sind die beiden Hierarchien voneinander getrennt. Das heißt, die Leute, die mir sagen, was ich zu tun habe, sind nicht die Leute, die sagen, wann welches Feature ins Produkt reinkommen soll. Und das finde ich eigentlich selbst ganz entspannt, weil es halt bedeutet, dass der Engine Manager, wenn er beschließt, dass wir jetzt lieber noch ein bisschen Code aufräumen, statt neue Features zu machen, kann er halt sagen, dass das jetzt so ist. Damit, wenn diese ganzen Labels hinzugefügt sind und der Milestone hinzugefügt sind, landet es automatisch in unserem Issue-Board. Die sehen dann ungefähr so aus. Hier ist das tatsächlich ein Screenshot von
dem aktuellen Issue Board, also das, woran wir jetzt in diesem Release-Cycle, also sprich im nächsten Monat, arbeiten. Das sind fast alle Issues, außer dass es hier ein bisschen abgeschnitten ist. Genau, da sieht man alle Labels drauf, den Titel von den Issues, man kann sie auch anklicken und sie sich genauer angucken, wenn einem der Titel nicht reicht. Und das war es dann auch schon fast von Plan. Am Ende von Plan ist da noch irgendwer fängt irgendwie an, diesen Issue zu bearbeiten, in diesem Fall ich, und macht so ein Label dran, dass man da bereits arbeitet. Zwischen diesen beiden Zeitpunkten kann grundsätzlich beliebig viel Zeit vergeben. Dass ich ihn mir zuweise, den Issue, bedeutet erstmal nur, dass ich grundsätzlich irgendwann vorhabe, irgendwas damit zu tun. Wenn ich dieses In-Dev-Label da dran packe, heißt das, jetzt wird wirklich gearbeitet dran. Und wenn ich es mir zugewiesen habe, taucht es auch in meiner persönlichen Issue-Liste auf, diesmal hier unten. Das heißt, jederzeit kann ich sehen, was tue ich denn eigentlich gerade. Naja, und dann wird halt gecodet und sowas. Und das spare ich euch jetzt erstmal. Und dann, das alles, was man dann so gecodet hat, das wird dann gegittet und committed und gepusht. Und dann kriegt man hier, das ist eins von meinen Lieblingsfeatures, so einen praktischen Link da unten in der Konsole. Da kann man einfach draufklicken und zack, gibt's einen neuen Merge Request. Der ist noch ganz frisch. Und also ein bisschen was eintippen und so muss man schon noch, aber zumindest gibt es so ein Browserfenster und sowas, wo man das reintippen kann. So sieht ein Merge Request aus und wenn der dann fertig ist, dann ist er meistens doch noch nicht so ganz fertig, also gibt es dann noch ein paar mehr Pushes und so und irgendwann ist er dann wirklich, wirklich fertig und dann wird gereviewt. Also sprich, ich sage irgendwann anders, der auch sich zuständig fühlt für solchen Code, hier kannst du das mal bitte angucken und dann weisen die meinen Merge Request zu. Und manchmal wird ein bisschen weniger gereviewt, also sprich, es gibt nicht so viel auszusetzen. Dann kommt, zack, ein Kommentar hinterher mit alles gut. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Manchmal wird auch ein bisschen mehr gereviewt, hier in diesem Fall 141 Kommentare. Dann ist das ein bisschen mehr zu durchzuarbeiten und ein paar mehr Git-Pushes und so. Und manchmal auch ein bisschen Diskussionen und all sowas. Und irgendwann dann ist aber halt die Review fertig. Und dann auch, aber da fehlt eine Folie. Und dann wird es halt gemerged. Die Review besteht bei uns meistens so aus ein bis zu fünf Teilen. Ich mach mal das weg, das Gift nervt irgendwie ein bisschen. Die Frontend-Änderungen werden logischerweise von Frontend-Menschen gereviewt. Die Backend-Dinge werden logischerweise von Backend-Menschen gereviewt. Wenn es sich jetzt nicht um Bugfix handelt, sondern um ein neues Feature, wird es meistens noch von einem UX-Designer gereviewt. Und die Datenbankänderungen werden zusätzlich noch von einem Datenbankexperten gereviewt. Außerdem gibt es bei Frontend und Backend jeweils immer Reviewer und zusätzlich noch Maintainer. Maintainer sind die Leute, die mehr Ahnung haben, meistens Senior Developer, meistens welche, die lange schon dabei sind. Das heißt, wenn man so ein komplettes Feature in so einen Merge Request verpackt mit Datenbank, Design und Backend-Änderungen und all sowas drum und dran, dann kommt es halt auf 7 Leute, die das Ding reviewen. Aber immer nur Teilstücke davon? Oder? Immer das, was sie so interessiert. Also wenn jetzt der Datenbankentwickler meint, die UI sieht halt ziemlich scheiße aus, dann kann er das auch da reinschreiben. Ja, kann man dann halt auch resolven, wenn man meint, der Datenbankmensch hat keine Ahnung und der UX-Designer soll sich drum kümmern, dann dismiss. So ist es. wie es dann nicht mitgebracht hat, so ein Merge Request hat natürlich noch so ein bisschen mehr, also meistens enthält so ein Merge Request halt auch Code. Den ganz unten damals bin ich gerade nicht. Ich habe einen anderen Browser, da sieht man den Code auch, aber vielleicht auch nicht so spannend. In so einem Merge Request, außer dem Code und den Reviews, gibt es dann auch noch ungefähr 30 automatisierte Checks. Hier oben sieht man so ein paar lustige Icons, die sind eigentlich grün, aber es sieht mehr so aus wie grau, von hier aus zumindest. Sind Leute, die meinen, dass das eine gute Änderung ist, also in diesem Fall ein UX-Designer und ein Frontend-Mensch.
Und hier habe ich sogar die Code-Quality verbessert. Man kann da auch draufklicken, es sei denn, es ist ein Screenshot. Und ja, Security Scanning sagt auch, ich habe überhaupt keine Sicherheitslücken eingebaut. Und außerdem sind alle 113.000 Tests durchgelaufen. Ist also richtig super Merchant Quest gewesen. Und oben diese lustigen Icons da, das ist halt eine Pipeline. Und die Pipeline sieht ausgeklappt. Das ist von der Arbeit bekannt. Die Pipeline sieht ausgeklappt ungefähr so aus. Also, das sind alles Jobs, die laufen alle in so einem Docker-Container und machen irgendwas Sinnvolles. Zum Beispiel hier, der guckt, ob ich irgendwelche Tippfehler irgendwo eingebaut habe in unseren Dokumentationen. Hier unten, der guckt, ob ich irgendwelche Merch-Konflikte habe mit unserer Enterprise Edition. Hier so ein Ding guckt, ob man denn das Ganze überhaupt compilen kann in so ein Paket, was man danach ausliefern möchte. Hier hinten, das generiert sogar noch ein, so ein JS-Doc, also was ähnliches, so ein Java-Doc aus unserem JavaScript-Zeug. Und das war der ganz kurze Exkurs in Verify, nämlich unser CI-System. Darüber erzähle ich gerne nochmal mehr. Das ist aber relativ umfangreich, deswegen habe ich mir gedacht, das spare ich für einen separaten Talk auf. Worüber ich auch gerne noch was erzähle, ist über GitLab Pages. Das ist die Release-Stage, sprich, wie man sehr aufwendig mit viel Konfiguration und sehr viel Komfort eine einfache HTML-Seite irgendwo deployen kann. Oder natürlich auch irgendwie komplexere Dinge wie ein Blog oder was weiß ich, was man halt so als HTML ausspucken möchte. Also im Wesentlichen kann man das komplette CI benutzen, um danach irgendein HTML auszuspucken und irgendwo zu deployen. Und worüber ich auch gerne irgendwann erzählen kann, ist, wie denn ein Release bei uns aussieht. Mir ist nämlich irgendwie gerade aufgefallen, dass das ein ziemlich komplexer Prozess mittlerweile ist und deswegen nicht so gut in diesen Talk reingepasst hätte. Also sprich, wie landet denn all das, was ich jetzt gerade erzählt habe, eigentlich auf beispielsweise GitLab.com oder irgendeiner eigenen Instanz. Genau, also wenn ihr Interesse habt an einem von diesen Dingen, sagt mir gerne Bescheid, dann erzähle ich das auch nochmal. Und zum Schluss noch eine Warnung, die Personen und die Handlungen in diesem Vortrag sind nicht erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden oder verstorbenen Personen sind nicht rein zufällig. Das war's.